Dies ist ein weiteres Video zu dem Thema Niki der Roboter, Einführung in die Programmierung. Und hier geht es jetzt um Programmstrukturen. Ich möchte euch deutlich machen, wozu man eine Schleife, eine Verzweigung und auch eine Bedingung verwenden kann. Doch erstmal ein einfaches Programm, hier ganz ohne Schleifen und Verzweigung. Niki soll einfach hier unten lang gehen und hier die kleinen Körner aufnehmen und dann wieder ablegen. Also geht zwei Schritte vor, nimmt zwei auf, geht zwei vor, gibt sie wieder ab, geht zwei vor, nimmt wieder zwei auf und so weiter. Ich lasse das mal einmal kurz ablaufen. So sieht das Ganze aus. Und eigentlich macht er ja nicht viel und trotzdem ist der Programmcode relativ lang und es muss auch genau passen. Das heißt, es müssen die Körner auf dem richtigen Feld liegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Vor noch zusätzlich einfüge, hier oben, dann würde es ganz nicht mehr passen. Das mache ich mal eben. Habe jetzt hier oben noch ein Vor eingefügt. Wenn ich jetzt das Ganze nochmal ablaufen lasse, dann sieht man, da gibt es sofort eine Fehlermeldung, weil Niki einen Schritt zu weit gegangen ist und jetzt auf diesem Feld versucht, hier etwas aufzunehmen, wo gar nichts ist. Das ist natürlich unschön, weil man möchte diese Programme möglichst flexibel halten, sodass sie hier auch auf verschiedene Arbeitsfelder reagieren können. Und dafür braucht man eben Schleifen oder auch Verzweigung. Erstmal könnte ich diese Fehlermeldung verhindern, indem ich vor jedem Auf frage, ob denn auch ein Kügelchen da ist. Dazu nochmal die Anweisung, die ich zur Verfügung habe. So, das sind die Befehle, die er ausführen kann. Und jetzt hat Niki aber auch noch zusätzliche, so eine Art Sensoren. Das heißt, es können Bedingungen abgefragt werden, bevor ein Befehl ausgeführt wird. Zum Beispiel, bevor Niki einen Schritt vorgeht hier, kann ich abfragen, ob vorne frei ist. Bei Drehe links muss ich vorher nichts abfragen, das geht eigentlich immer. Aber hier bei Nimm auf, da kann ich auch vorher fragen, ist denn überhaupt ein Körnchen da? Und wenn ja, nur dann soll er aufnehmen. So, das kann ich jetzt hier natürlich mal einfügen. Das mache ich jetzt nicht vor jedem vor, aber vor jedem Nimm auf mache ich das mal. Ich habe hier sogenannte Programmverzweigungen eingeführt, zwei Stück. Und zwar frage ich hier oben, wenn der Platz belegt ist, also das ist der Sensor, der anzeigt, ob so ein Körnchen auf dem Feld liegt. Dann, und jetzt zwischen Beginn und End, die beiden hier gehören zusammen, da kann ich jetzt aufschreiben, was passieren soll, wenn diese Aussage hier oder diese Frage wahr ist. Also wenn der Platz tatsächlich belegt ist, soll er das hier ausführen. Ist der Platz nicht belegt, ergibt das hier also nicht, ist das keine wahre Aussage, dann überspringt er den Teil, der hier zwischen Beginn und End steht. Einmal anschauen. Ich habe hier das Vor nochmal wieder weggenommen. Das heißt, jetzt müsste das passen. Er müsste so durchlaufen. Und das tut er tatsächlich auch. Wenn ich jetzt hier noch ein Vor mit einfüge, dann nimmt er hier zwar keine auf. Das heißt, er führt diesen Befehl hier nicht aus, weil der Platz eben nicht belegt ist, weil er hält ja hier hinten erst auf diesem Feld. Da hält er. Das heißt, das wird übersprungen, das wird übersprungen. Er geht wieder zwei Schritte vor. Und jetzt muss er wieder abstürzen oder einen Fehler anzeigen, weil jetzt sagt er, er soll zwei abgeben. Und da meckert er jetzt auch, er hat ja gar nichts zum Abgeben. Denn er hat diese beiden ja übersprungen. Aber er ist über das hier erstmal weitergelaufen, obwohl er nichts gefunden hat zum Aufnehmen, da er, wie gesagt, diesen Befehl nicht ausgeführt hat. Das kann man natürlich auch hier nachher noch zusammenfassen. Da kommen wir nachher noch bei den Schleifen dazu. Wichtig vielleicht noch zu verstehen, dass dieses Beginn und dieses Ende hier zusammengehören und dieses Beginn und das Ende hier unten. Moment. Und das Ende hier unten am Programmende, das gehört halt auch zusammen. Die können also so ein bisschen ineinander verschachtelt sein. Man kann jetzt dieses If-Then, Begin und End, noch weiter erweitern,
Weil wenn diese Abfrage hier oben Platz belegt, wenn die wahr ergibt, dann führt er ja das aus, was hier zwischen Begin und Else steht. Und wenn die falsch ergibt, dann macht er eben gar nichts. Man könnte aber auch sagen, wenn die falsch ergibt, dann soll er eben was anderes machen. Dann soll er direkt einen Schritt vorgehen zum Beispiel. Das sehe dann so aus. Das hier jetzt einmal erweitert. Das heißt, hier habe ich Beginn und Ende für den Fall, dass Platz belegt wahr ist. Dann tut er das. Und sonst, also else, tut er das, was hier zwischen dem Beginn und dem Ende steht. Beachtet bitte, dass wenn ich hier diesen else-Zweig einfüge, der muss ja nicht stehen, aber er kann eben stehen. Und wenn er da steht, dann kommt hier bei dem Ende davor kein Semikolon. Sonst muss das, wie gesagt, stehen. Einmal ausprobieren. So, er hört jetzt natürlich hier hinten wieder auf, weil er nichts zum Ablegen hat, aber er führt das wunderbar aus. Er geht jeweils den Schritt noch weiter vor. Jetzt ist es natürlich hinderlich, dass ich für jedes Körnchen, was hier auf so einem Feld liegt, so eine eigene Abfrage starten muss und die dann auch noch hintereinander fügen muss. Das heißt, mein Programm wird ja immer länger. Und damit ich das ein bisschen verkürzen kann, für solche Sachen gibt es dann Schleifen. Eine Schleife ist etwas, ein Konstrukt, ein Programmkonstrukt, was eine Anweisung oder auch mehrere Anweisungen immer wieder durchführt. So, ich habe jetzt hier mal Schleifen eingefügt anstelle der Programmverzweigung. Und eine Schleife beginnt hier mit while. Und das kann man übersetzen mit solange hier eine Bedingung erfüllt ist, soll er tun, nämlich das, was zwischen Beginn und End steht. Das heißt, solange der Platz belegt ist, soll er immer wieder einen aufnehmen. Das heißt, wenn er hier das Ende erreicht, dann springt er nicht wie sonst in die nächste Programmzeile und führt hier das vor aus, sondern er springt wieder hier an den Anfang der Schleife, an das While, fragt wieder ab, ob diese Bedingung immer noch erfüllt ist und führt dann, wenn das der Fall ist, diese Anweisung hier nochmal aus. Und das tut er so lange, bis diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Und dann erst springt er in die nächste Zeile nach dem End. Er würde dann also hier ein Vorgehen. Das habe ich hier jedes Mal eingefügt, wenn etwas aufzunehmen war, weil die Anzahl der Krümelchen hier ja unterschiedlich ist. Und trotzdem sehen die Schleifen hier genau gleich aus. Einmal anschauen. So, und was deutlich werden sollte, ist, dass er hier unterschiedliche Anzahl von Krümelchen aufgenommen hat. Er gibt zwar immer nur zwei ab, weil ich hier noch keine Schleifen eingefügt habe. Das könnte ich natürlich auch machen. Aber er hat jetzt wirklich alle Krümelchen aufgenommen. Vorher blieb immer ein Krümelchen hier an dieser Stelle liegen, weil da waren nämlich drei Krümelchen auf dem Feld und ich hatte nur zweimal nimm auf. Könnt ihr gerne das Video kurz zurückspulen, dann seht ihr das. So, ich kann diese Schleifen und diese Verzweigungen natürlich auch ineinander verschachteln. Ich könnte jetzt hier in diese Schleife auch eine Verzweigung einbauen oder ich könnte außenrum eine Verzweigung machen. Das könnt ihr beliebig kombinieren. Ich habe hier die wesentlichen Strukturen nochmal aufgeschrieben. Hier eine Schleife, eine einfache Programmverzweigung und hier eine mit dem Else-File. Nochmal kurz, dass ihr das Wesentliche nochmal anschaut. Wie gesagt, die Schleife läuft immer hier zwischen Beginn und End. Also wenn ich hier am Ende angekommen bin, dann springt das Programm nicht wie sonst in die nächste Zeile, sondern springt hier wieder nach oben und checkt wieder, ob diese Bedingung immer noch erfüllt ist. Wenn das der Fall ist, dann läuft die Schleife erneut durch, springt hier wieder nach oben, prüft wieder die Bedingung ab, also vor jedem Schleifendurchlauf einmal die Bedingung abprüfen. Und erst wenn diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist, wenn sie also false ergibt, die Auswertung, dann springt es in die nächste Zeile nach dem End. Bei der Programmverzweigung wird nur einmal durchlaufen. Hier wird auch die Bedingung abgefragt, hier vorne frei in diesem Fall. Ist die Bedingung erfüllt, ergibt sie also true, die Auswertung, dann wird das ausgeführt, was hier zwischen Beginn und End steht. In diesem Fall nur ein Befehl, könnten aber ruhig mehrere Befehle sein. Genauso wie hier zwischen Beginn und End auch mehrere stehen könnten.
Ist die Bedingung nicht erfüllt, gibt sie false, dann wird der ganze Bereich zwischen Begin und End übersprungen und es geht in die nächste Zeile. Aber hier, wenn die Bedingung erfüllt ist, wird nur einmal vorgegangen. Es wird nicht hier nach dem End wieder hier oben abgefragt. Dafür muss ich die Schleife verwenden. Wenn ich noch einen Else-Fall habe, dann wird hier wieder die Bedingung abgefragt. Ergibt sie true, dann wird, wie gesagt, hier zwischen Begin und End einmal ausgeführt, was dazwischen steht. Ergibt die Bedingung gleich das erste Mal false, dann wird das ausgeführt, was hier im Else-Fall steht. Können ja auch mehrere Anweisungen sein und der ganze Teil hier wird übersprungen. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, wie die wichtigen Programmstrukturen bei Niki funktionieren. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen auch verstanden habt.